Oh, hallo, du bist da. Super. Hi! Und was machen wir jetzt? Schauen wir uns Berlin an. Komm. Was ist dein Lieblingsfach? Mathe und Informatik. Wirklich? Informatik verstehe ich ja, aber Mathe? Alle finden das komisch, aber ich mag Mathematik. Aufgaben lösen, logisches Denken, das ist doch sehr praktisch und es hilft auch sehr beim Computerspielen. Ja, ich finde Mathe fürchterlich. Immer wenn ich ein Lineal sehe, gerate ich in Panik. Also wir haben einen coolen Mathe-Lehrer. Er zeigt uns, dass Mathematik auch cool ist. Er ist ein richtiger Mathe-Fan. Und als Lehrer ist er geduldig, gerecht und auch nie, aber nie nervös. Auch wenn jemand überhaupt nichts versteht. Aber er ist etwas streng. Du magst keinen Sportunterricht? Du gehst doch immer wieder zum Training. Genau, im Sportunterricht in unserer Schule machen wir nur langweilige Sachen, nicht wie im Training im Sportverein. Und welche Fächer magst du nicht? Ich mag Geschichte und Geografie Und nicht. warum? Weil diese Fächer einfach nicht kreativ sind. Immer wieder musst du etwas auswendig lernen. Die Namen der Flüsse, die Daten, die Namen der historischen Personen. Dazu gibt es doch Enzyklopädien und Internet. Das heißt, dass diese Lehrer an deiner Schule nicht sehr kreativ sind. Wir müssen nicht so viel auswendig lernen. Wir benutzen Lehrbücher, Internet und Atlanten im Unterricht. Wichtig ist Denken, die Sachen verstehen. Am Montag habe ich Sportunterricht, 2 Stunden Mathe, Geschichte, Deutsch und Geo. Fast so wie ich am Dienstag. Am Montag habe ich erst Bio, dann Englisch, Chemie, Physik und Sozialkunde. Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. Bei uns in der Klasse sind es 13 Mädchen und 11 Jungs. Wie groß ist eure Klasse? Bei uns sind es genauso viele Schüler wie Schülerinnen. 12. Und wer ist euer Klassenlehrer? Der Physiklehrer. Er heißt Einstein, wirklich. Naja, mit solch einem Namen wird man nur Physiklehrer. Die besten Noten habe ich in Geo. Eigentlich alles nur Einsen. Ich reise gerne und ich forsche gern all die Länder, die ich besuche. Dafür bin ich in Mathe sehr schlecht. Letztens habe ich schon wieder eine 6 bekommen. Vielleicht hilfst du mir in Mathe. Vielleicht hilfst du mir in Geo. Naja, okay, ich muss jetzt nach Hause gehen. Danke für den schönen Spaziergang. Du bist ein guter Berlin-Reiseleiter. Das freut mich, aber können wir das nächste Mal vielleicht nicht mehr über die Schule reden? Ja, klar, versprochen. Kein Wort mehr über die Schule. Okay, dann tschüss.